75 Jahre und ein bisschen leiser, so schreibt sie über sich. Freuen Sie sich heute auf Chia Falk, die uns erzählen wird aus ihrem bunten Leben, einem Leben mit Höhen und Tiefen. Freuen Sie sich auch auf die Frau, der wir es maßgeblich mit zu verdanken haben, dass wir hier in dieser Kapelle Gottesdienst feiern können. Sie war die maßgebliche Mitinitiatorin dieser Kapelle. Ich freue mich, dass Sie da sind. Hallo und herzlich willkommen, Chia Falk. Ich bin ganz glücklich, dass ich hier sein darf, nach so vielen Jahren. Vielen Dank. Wir werden gleich darüber sprechen, wie das war, als Sie hier waren, nämlich in unserer Klinik für suchtkranke Frauen. Fangen wir aber vorne an. Sie haben ja das ganz große Leben genossen. Sie sind von Beruf klassische Tänzerin. Sie waren am Theater und Ihr Weg hat Sie sogar bis an den Broadway geführt nach New York. Man kann schon von einer Bilderbuchkarriere sprechen. Aber dort in New York hat sich dann das Leben auch so ein bisschen geändert. Da sind Sie nämlich mit der Alkoholsucht in Kontakt gekommen. Was würden Sie heute sagen, war denn der Auslöser? Ich kam nach New York, um zu heiraten. Ich habe meinen Mann in Deutschland kennengelernt und dann bin ich ihm gefolgt nach USA. Und dann bin ich nicht mehr auf der Bühne gewesen, sondern zu Hause nach einem Jahr mit einem Baby. Und da war die Einsamkeit, das Heimweh sehr groß. In einer Millionenstadt wie New York kann man sehr einsam sein. Wir wohnten mittendrin in Manhattan. Und da habe ich dann hin und wieder das erste und zweite Glas Alkohol zu mir genommen und habe die Wirkung gemerkt. Das tat mir gut. Das tat mir aber nicht mehr lange gut.